Hey Kiddo, willkommen an Bord, steig ein. Ist auch heute wirklich nicht so schlimm, dass du in den Besenwagen steigst. Die Saison ist ja eh schon fast vorbei und du hast deinen Vertrag im Sack. Nochmal an die Startlinie gestellt, damit der Teamchef zufrieden ist und dann schön gemütlich zu uns in den gelben Bus und den Gesprächen gelauscht auf dem Weg zur Dusche. Wir sind heute zu dritt auf dem Weg von Spanien nach Hause und überlegen, ob wir nicht einen kurzen Abstecher in die Provence machen für ein sportliches Frühstück. Naja, mal sehen. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und mein Andi Stauf. Danke wie immer an Rafa für Volltanken, Innen- und Außenwäsche und den kleinen gelben Duftbaum. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von Athletic Greens. Gumo, Freundinnen und Freunde des morgendlichen grünen Smoothie-Genusses und solche, die es noch werden wollen. Ob die Leute im Ulle-Camp bei ihrem sportlichen Frühstück wohl auch AG1 bekommen? I doubt it. Sportliches Frühstück beinhaltet für mich auf jeden Fall zu 100% den Gang zum Kühlschrank, den kleinen grünen Container aufschrauben, Löffel AG1 in den Shaker, Tropfen Vitamin D-Öl rein und dann Full-Cocktail-Shaker-Modus. Und rein damit. Dann geht's auch ohne B-Bike auf den Vontu. Wer es noch nicht kennt, AG1 von Athletic Greens ist ein grüner Smoothie. Und wenn du einsteigst, deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt, macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker und dafür alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Und dazu noch eine gute Portion Ballaststoffe, ein paar Kräuter, Algen, nur 1 Gramm Zucker und 75 Vitamine und Mineralstoffe. Dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Du kannst auf der Website athleticgreens.com schauen, was genau alles drin ist. 100% der Besenwagen-Crew empfehlen das routinierte Feintuning mit AG1 von Athletic Greens. Das bringt nämlich nur Vorteile im eigenen Maschinenraum. In der PS-Zahl, im Rechenzentrum, es spart Wartungsarbeiten und erleichtert die Pflege deines Kadavers erheblich. Als gesunde Routine etabliert, stärkt AG1 deine Abwehr gegen Stress aller Art, stärkt geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie negativ Stress, Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuer, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. AG1 ist übrigens genauso überzeugt von ihrem Produkt wie wir. Nicht umsonst gibt es 60 Tage Cashback, wenn du nicht zufrieden sein solltest. Außerdem kannst du dein Abo jederzeit pausieren oder beenden. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Für Besenwagen-Hörerinnen und Hörer gibt's auf athleticgreens.com/Besenwagen kostenlos Jahresvorrat an Vitamin D3 mit K2-Öl und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Für Erstabonnenten gibt's das Ganze in der Willkommensbox mit Shaker und Aufbewahrungsdose. Nochmal athleticgreens.com/Besenwagen for the win. Ja, Volltanken auch teuer mittlerweile. Ja, die bluten. Paul Voss kennt sich aus. Was geht bei euch? Normale Wahnsinn, so. Keine besonderen Ausreißer zurzeit. Ich versuche irgendwie die Form zu halten, die ich mir über den Sommer so ein bisschen aufgebaut habe. Klappt auch noch, aber so langsam sehe ich es in die Binsen gehen jetzt wieder. Echt? Ja. Warum? Keine Ahnung, einfach weil es auch nicht mehr so warm ist. So, wenn es richtig. Zu früh gepiekt? Wieso zu früh? Ist doch vorbei jetzt die Saison. Es regnet ja bald. Du hast jetzt keinen Bock mehr auf Radfahren, ne? Ich? So bei jetzt, wenn der Herbst kommt. Ja, weniger auf jeden Fall. Also bei Regen ist halt schon scheiße. Ich finde, das ist die beste Jahreszeit zum Radfahren. Da kann es ruhig mal ein bisschen regnen. So. Also ich bin auf jeden Fall, ich habe eigentlich auch gar keinen Bock jetzt hier zur WM zu fliegen, weil ich jetzt am liebsten jeden Tag Radfahren würde bei dem Wetter. So ein bisschen mit, ja, ich fange jetzt an. Also ich habe auch mir jetzt, du lachst, ich habe mir wirklich Regenklamotten bestellt, dass wenn ich wiederkomme, ich auf jeden Fall bis es so richtig schlecht wird, also so unter, ja, so deutlich unter 10 Grad und dann Regen, das ist auch nicht mehr geil. Aber bis dahin will ich dann auf jeden Fall fahren und dann muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich das bisschen form, bis ins Frühjahr halte oder bis zu meinem ersten Trainingslager, weil ich werde auf jeden Fall im Winter mal irgendwo ins Trainingslager. Dann lass mal einen Tag die Woche machen. Also Trainingslager in Anführungszeichen. So, wenn du wieder da bist. Dann komme ich nach Köln. Einen Tag im Regen fahren. Einmal die Woche. Fix. Ich hatte einen Tag, wo ich richtig Hass hatte, dass es jetzt Herbst ist oder anfängt zu regnen beim Training. Und mittlerweile ist mir es egal. Ich bin heute irgendwie knapp 6,5 Stunden gefahren, dreimal richtig nass geworden. Ist egal.
Also richtig schöne Runde bist du heute gefahren. Ja, mega. Also Odenwald muss ich sagen. Ich bin heute durch 3 Bundesländer. Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. Und der kann was, der Odenwald. Ich sag, nördlich von Odenwald, Spessart, noch geiler. Aber den kennt gar keiner mehr. Da ist dann wirklich alles vorbei. Ja, beim Spessart bin ich durchgefahren, als ich nach Stuttgart gefahren bin. Der hat mich jetzt nicht ganz überzeugt, wo wir waren. Aber ich glaube, geht auch besser als die Strecke, die ich da hatte. Ich muss mal gucken, aber wo du unterwegs warst. Aber Odenwald, muss ich sagen, war heute schon ziemlich Deluxe. Ja, lass uns teilhaben. Du machst jetzt nochmal lange Einheiten, weil du 190 Kilometer Anfang Oktober fahren musst. Genau, weil ich bei der Gravel-WM am 9. Oktober sind die 190, genau. Werden irgendwie um die 6 Stunden sein, eventuell ein bisschen schneller. Genau, da brauche ich ein bisschen Grundlage. Sag, was gibt's Neues? Was gibt's Neues vom BDR, vom Auswahlverfahren, vom... Gar nicht so viele News. Zwischenzeitlich bin ich mal kurz zum BDR, inoffiziellen BDR-Beauftragten geworden nach der Folge, wo sie alle bei mir gemeldet haben, ob ich einen Kontakt habe. Und ich habe dann Kontakt vermittelt, aber ich glaube, das war auch wenig zielführend. Ja, der Torben Haushahn hat das jetzt an sich genommen, kümmert sich. Ich müsste für Elite gemeldet sein oder werde gemeldet, so wie es aussieht. Und genau, sonst gibt es ja sonst gibt's keine Updates da in die Richtung. Ja, jetzt am Sonntag Spanien noch kurz ihren. Ich muss das, diese Aussage auf jeden Fall entschärfen. Du bist da nicht richtig durch den Spessart gefahren, du bist ja nur durch Würzburg gefahren. Ja, gut, dann Fall, entschuldige ich mich für meine Aussage mit dem Spessart. Nordwestlicher davon. Ja, Torben, der scheint das jetzt so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Ich habe gestern auch lange mit dem geschrieben. Und Torben arbeitet jetzt bei Lightweight. Und vielleicht kriege ich einen Satz Lightweight zum Testen jetzt. Und dann behalten, meinst du? Also, in Anführungsstrichen testen. Lightweights? Ich teste die aber für 5 Jahre. Wie geil ist das bitte so? Ich habe mir einmal im Leben mit 19 oder so einen Satz Lightweights ausgeliehen für LVM Berg. Das war der beste Tag meines Lebens, so damals. Man muss natürlich auch sagen, damals war wirklich... Also da hatten wir entweder so Mavic Cosmic, diese Alu-Dinger noch, oder halt, also ich, ihr im Westen hatte wahrscheinlich schon besseres Zeug, denkt mal in Kölner Raum. Ich hatte die auch, die Alu-Cosmics. Gab es schon Carbon, oder du hattest halt irgendwie so 36 Lochspeichen für ihn. So, und dann ist natürlich, also dieser Lightweight ist ja einfach, also das ist ja wie Doping gewesen damals. Oder? So ein Satz Lightweight im Vergleich zu auch so Cosmic. Komplett abnormal angefühlt auf jeden Fall. Ja. Das Rad ist nach vorne gegangen. Nicht mehr nach links und rechts, sondern man hat sich gemerkt, man tritt rein und man fährt schneller. Danke nochmal Stefan Schäufle, der hört auf jeden Fall auch zu. Der hat mir die damals ausgeliehen. Eine Woche oder ein paar Tage mit Lightweights rumgefahren. Mega. Mir war das immer unheimlich, zu leicht. Ja gut. Aber da gab es auch Videos, wie die so seitlich draufgesprungen sind auch und die Verkäufer so auf den Boden gelegt, das Laufrad und draufgestellt und so rumgeschwungen und so, und die haben gehalten. Die sind ja auch in Crossrennen echt? Gefahren. Ja, ich bin ja auch in Crossrennen gefahren. Wir hatten doch bei Milram. Da gibt's ja die Story. Hatte ich doch hier schon mal erzählt. Waren Leute erbost, so, dass ich gesagt habe. Du dachtest, ihr habt Fake Lightweights. Genau. erstmal Blackmails bekommen dafür. Ja. Ja. Also mich holen Lightweights ja nicht mehr ab. So, ich fand die früher auch natürlich ganz geil, so als ich 12 war. Ich weiß gar nicht, wie die heutzutage aussehen, ganz ehrlich. Und so, da muss ich ja auch was getan haben. Ja, also mich holt das nicht so ab. Ne, die sehen schon noch ziemlich ähnlich aus eigentlich. Nur das Branding ist ein bisschen anders. Aber die sind ein bisschen runder jetzt, glaube ich, die Felgen. Die waren ja früher so super spitz, so das Felgenprofil, ne? So Decals auf den Felgen. Ah ja, du bist ein großer Fan von weißen Decals, ne? Egal in welcher Farbe. Stimmt, ihr seht die mit weißen Speichen gefahren, ja. Ja gut, das ist auch schon ein paar Jährchen her, ne? Ist jetzt nicht mehr so, trifft nicht mehr so meinen Geschmack auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wie die performen, ehrlich gesagt. Kannst du ja mal berichten, Basti. Ich hoffe erstmal, dass das auch wirklich stimmt. So, mal sehen. Bisschen Wundertüte. Ja, ich wollte jetzt gerade irgendein Thema noch anschneiden, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Liegt am Alter. Oder wie Andi letztes Mal gesagt hat, ich soll aufhören, so viele
so viele Radrennen zu fahren. Oder was meintest du? So viele harte Gravelrennen, ne? Wo irgendwie Gedächtnisverlust und so. Aber oh, Alter, das sieht ja furchtbar durch die, aus. Durch die Erschütterung. Alter Schwede, ey. Also Andi hast hat gerade... Ja. Ja. Hast okay. du das Bild angeguckt, was ich dir gerade geschickt habe von den Laufrädern? Okay. Okay, gut, lass Thema wechseln, bitte, bevor wir jetzt hier irgendwie noch... Ich hoffe, die sind das. Ja. Ja, Andi, was geht eigentlich bei dir? Andi, also du fliegst bald nach Australien, ne? Ja, sonst geht auch nicht viel, außer mich für diesen Trip vorzubereiten und wie gesagt, irgendwie hätte ich jetzt... Fliegst du eigentlich also, First Class, wie immer, oder? Ich mache, ja, also, ich muss mich da jetzt nicht bei Twitter beschweren, wie ich da hinkomme. Habt ihr das mitbekommen? Wout van Aert hat ja gemeckert. Das sind... Wäre so teuer sein Flug und so. Nee. hat er ernsthaft bei Twitter gesagt, dass ihm das zu teuer ist? Er hätte noch irgendwas das mit Crowdfunding gesagt oder so, ne? Ja, irgendwie. Oder nee, er muss noch ein paar Prämien gewinnen. Das Upgrade zur Business Class war ihm zu teuer. Ja. Ernsthaft? Oder so. Oder er hat es einfach, also bei ihm, also ich glaube, der hat es schon gemacht, aber er meinte halt. Alter, also ich finde ganz ehrlich, das ist, ich kann solche Leute auch im Scherz dann nicht ernst nehmen, wenn die, wo wir eigentlich jeder war. Das war kein Scherz, ja, meinte er. Aber ernst. Selbst wenn es ein Scherz wäre, wo die Leute, die Millionen im Jahr verdienen, also nur vom Team plus dann auch Sponsoren, der einmal sich dann so upgrade für 5.000 Euro. Ich meine, man hätte den Flug ja ein bisschen früher buchen können. Ist doch egal, Alter, aber ich meine, da geht es ja irgendwie auch um WM-Titel und so, ey, dann bezahl halt die 5 Ocken. Also ich meine, bei dem scheitert es ja echt nicht am Geld. Der ist letztens mit einem Privatjet, von Sardinien, glaube ich, oder irgendwo, wo der bei einer Hochzeit war, zurück nach Belgien geflogen, hat das sogar gepostet, wie stolz er da drauf war. Also ich glaube, das Upgrade... Das Ding ist halt so, die Themen ändern sich halt nicht, ne? Wenn du super reich bist, hängst halt immer noch mit denselben Leuten rum, so. Die anderen im Team sind halt teilweise nicht reich, dann musst du dich halt auch über Geld beschweren, so. Ja. Das ist halt ein Standardthema, so. Nee, also mir hat mal jemand gesagt, der so ungefähr das Fünffache, also ich hoffe, er hat mindestens das Fünffache mehr verdient als ich, wenn nicht sogar das, nee, ich würde eher sagen das Zehnfache, meint ein Profi, meinte zu mir, du Fossi, mach dir nicht so, also ne, Geld ist nicht so wichtig. Da war ich so, okay, gut, also, ne, also wenn ich so viel Geld verdienen würde, dann wäre Geld auch nicht mehr wichtig. Das rollt dann ja rein. Ja, Wout van Aert ist einfach bei, ist einer von uns geblieben, beschwert sich trotzdem über. Genau, aber vor zwei Wochen haben wir Privatjet durch die Gegend geflogen. Schön. Ich wollte heute übrigens ein Bild machen, bei meiner Fahrt durch den Odenwald bin ich an so einem Flughafen vorbeigekommen, also einem alten Flughafen, und da war im Terminal eine Disco. Also war mal eine. Da wollte ich schon irgend so einen Privatjet-Joke machen, aber ich habe leider keine Cessna da gesehen, deswegen dachte ich, das wäre unrealistisch, weil. Egal. Ja, wo fangen wir an jetzt hier? Also, so meine Remco-Prediction ist definitiv nicht eingetreten, aber ich konnte auch nicht ahnen, dass Primoz Roglic das macht, was er gemacht hat. Nee, aber der hätte ihn auch so nicht bekommen, Mann. Doch. Der wäre früher oder später wäre nochmal gestürzt. Also von daher. Also ihr könnt ruhig schon mal sagen, Paul, dass du recht gehabt hast. Also ist nicht so schlimm, Andi, auch du. Ich habe gesagt. Ich hab bei der letzten Folge ja revidiert und gesagt, die Jugend bleibt stabil, falls du dich erinnerst. Ja, aber erst habt ihr mich ausgelacht. Nee, nicht ausgelacht. Bei mir war ja auch viel Wunsch dahinter, ne? Aber ich habe eigentlich Primoz schon vertraut, dass er das am Schluss noch rumreißen kann. Das Interessante ist ja echt, viele, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe, was heißt viele, drei, haben gesagt. Na gut. Ja, es sind schon viele Leute, also mit drei unterhalte ich mich gar nicht. Ja, richtig. In dem Kontext, auf jeden Fall, die meinten, ja, schon verdient, aber ich mag den nicht und ich gönn's ihm nicht. Remco, ein bisschen. Ja, ich würde gerne wissen, wie vielen Journalistinnen das auch so geht. Schwieriges Image auf jeden Fall. Obwohl eigentlich gar nicht so. Bessert sich, muss ich sagen. Also nach der Aussage von Roglic. Ja. Fred Wright hat mich umgefahren. Hat der jetzt zum Beispiel ein bisschen Sympathie? Auf jeden Fall. Ich habe mir das heute auch noch. Schwieriges Thema. Ein paar Mal angeschaut. Das mit Fred Wright und Roglic. Und ich dachte mir, Alter. Das hast du ja direkt schon gesehen. Ja, aber nie, also ich habe ja dann versucht, den zu verstehen und auch Jumbo Visma. Also ich habe ja wirklich dann. Das ist so, ja das Schwierige zu verstehen, Jumbo Visma dahinter zu verstehen. Ja. Und der versucht, deren Perspektive einzunehmen und zu sagen, okay, gut, vielleicht hat er ja was falsch gemacht, Alter, aber der ist halt in den Fred Wright reingefahren. Der ist einfach von ganz links nach rechts gefahren. Lass nochmal von vorne kurz erklären. Hat ja vielleicht nicht jeder gesehen, die Etappe
bei der wir die letzte Folge aufgenommen haben. Es ist immer so, dass wir eine Folge aufnehmen und danach, so am Tag danach oder ein paar Minuten danach, gibt es ganz große Veränderungen. Sehr wahrscheinlich morgen auch irgendwelche News. Ich bin gespannt, was jetzt heute oder morgen noch passiert, bis dann Donnerstag die Folge rauskommt. Aber es war so eine Mini-Bergankunft. Es ging irgendwie nur einen Kilometer bergauf am Schluss. Roglic hat das genutzt, um 8 Sekunden aufs Feld rauszufahren. Hat jetzt auch wirklich keiner mit gerechnet, hat aber Mats Pedersen unter anderem und Fred Wright mitgenommen. Die kamen zu fünft an. Roglic fährt ihn natürlich bis kurz vor den Zielstrich, weil er die Sekunden rausfahren will und die anderen sprinten dann um den Sieg. Roglic nur noch Laktat im Kopf, will sich hinten wieder einsortieren, hat aber diesen Bahnvierer-Move mit dem Rausfahren und hinten wieder ranfahren nicht gut genug geübt und fährt zu früh wieder rein in diesen aufkommenden Sprint. Fred Wright will natürlich an ihm vorbei und touchiert ihn leicht. Leicht, oder? Und Roglic fliegt auf jeden Fall. Ich finde das Wort touchieren da halt schon falsch, weil touchiert. Ja, Roglic ist genau, in ihn reingefahren. Roglic fährt da quasi in seine, also zwischen Oberarm und Bauch, diesen Freiraum, den man ja irgendwie hat, so unter der Achsel quasi, fährt der Fred Wright rein. Das heißt, es ist jetzt, also zumindest die Bilder, die man sieht, die TV-Aufnahmen plus das eine Foto von diesem Fotografen halt, das ist halt, also, wie gesagt, ich verstehe halt nicht, wie man, ich kann verstehen, dass man sauer ist und vielleicht schuldsuchend ist, aber dann behält man das doch für sich und haut nicht so eine Pressemitteilung raus, wo man eigentlich Fred Wright so öffentlich so ein bisschen denunziert, ja schon fast, und sagt, und dann, und aber eigentlich alle das Gleiche denken und denken, Alter, was, also, was habt ihr denn genommen? Das, also was ist los bei euch? Das ist schwer zu verstehen, wirklich. Also gerade das so versteht ja auch keiner. Und ich frage mich, ob Roglic das wirklich selber so sieht oder ob die da. Ja, da wurde auf jeden Fall zitiert. Ja, nein, aber ob quasi man versucht, weil der stürzt ja schon sehr oft, muss man sagen. Also aus vielen Grand Tours raus, auf jeden Fall. Ja, das kommt öfters mal vor. Und wir hatten ja von Maximilian Schachmann auch die Aussage während der Tour. Genau, dass Jumbo Visma halt ziemlich grob unterwegs ist und dass man ihn das quasi über diese Pressemitteilung versucht aufzubauen. Weißt du, also so. Also weiß ich meine, also, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Es ist ja wirklich, ich will jetzt. Es ist ja absurd. Auch wirklich gar keine Hämme oder irgendwie da einen Spaß draus machen, aber es existieren jetzt schon relativ viele Fotos von Primoz Roglic, wo er wie eine Mumie aussieht. Das ist, ja, also ist ein geiler Rennfahrer, ich mag ihn auch, ich mag, wie er Rad hat, fertig, ich mag seine Interviews. Soll ja auch ein super Typ sein. Ja. Genau. Der stürzt halt leider so oft. Ich meine, Geraint Thomas ist auch irgendwie auch immer gestürzt, so macht man sich mal lustig drüber, gehört irgendwie mit dazu. Aber diese Pressemitteilung ist halt einfach ein Schritt zu weit, finde ich. Und der hatte es auch geil gemacht an dem Tag, ganz ehrlich. So, ja, mega stark. Der war stark und hat eigentlich alles richtig gemacht bis 50 Meter vors Ziel und dann leider relativ viel falsch. Und Remco hatte ja wirklich alles richtig gemacht an dem Tag. Der ist wahrscheinlich mit dem Schleicher irgendwie schon 5 Kilometer vor Ziel. Ja, bis in die letzten 3 Kilometer reingefahren und dann, ich weiß nicht, ob er selber so schlau war oder ob da hinten einer im Auto sitzt, der sagt, wenn Remco einen Schleicher anzeigt, der sagt, ey, fahr in die letzten 3 Kilometer, dann können wir es schön wechseln und du rollst ins Ziel. Ja, aber finde ich auch, also finde ich legitim. Ja, innerhalb der Regeln. Genau, also, ja, ist innerhalb der Regel. Von daher, dass er es irgendwie vorgetäuscht hat, also man sieht ja auf dem Video auch, wie das, als das Rad hinstellt. Man hätte damit Reifen wahrscheinlich bewegt. Noch irgendwie so ins Ziel fahren können auch, aber klar. Ja, aber warum? Wenn du nicht musst, dann machst du es nicht. Ja. Aber was ich, weil wir eh gerade bei Fred Wright waren, Dark Horse für die WM. Tut mir leid, dass ich gerade springe, aber ich möchte es jetzt erwähnen, bevor wir irgendwie die Favoriten reden. Mats Pedersen ist nicht dabei, also. Ja, ich sag Fred Wright mal mindestens Podium. Nee, da gehe ich nicht mit, aber. Ich auch nicht. Okay, ich möchte. Ich aber war schon eine gute Performance von ihm und ich hätte ihm auch noch einen Etappensieg gegönnt. Ich hätte gerne die Begründung, warum nicht? Ja, weil da ein paar Leute noch nicht Vuelta gefahren sind, die aufs Podium fahren werden. Was ist das für eine Aussage? Ich glaube, es gibt einfach drei, die eher aufs Podium fahren. Mindestens 3. Pogacar. Ja. Van der Poel. Doch, glaube ich. Stefan Küng. Also Van der Poel fährt nur aufs Podium, wenn er gewinnt.
Also der fährt Van der Poel und Wout van Aert, entweder gewinnen die beiden oder die holen nix. Aber Fred Wright, ne? Also erstmal ist er Kapitän von UK. Auf jeden Fall ein guter und Mann. Der ist immer aber ich glaube nicht, dass er aufs Podium fährt. Geworden, war bei der Tour schon gut, bei der World dann nochmal stärker, auch bei den Sprints gut und kann auch berghoch fahren, also auch bei harten Rennen vorne dabei sein. Ich bin ja echt mal auf das Rennen gespannt, so ich kann es immer noch nicht ganz einschätzen. So, wer da jetzt am Ende vorne sein wird. Ich glaube, es wird so wirklich so ein Mix sein aus Fahrern, die bei so einem Rennen wie der Flandern-Rundfahrt oder so vorne sein können und so Leute, die bei Lüttich-Bastogne fahren. Ja, Entschuldigung, also, ich wollte jetzt übrigens nicht die WM-Vorschau irgendwie schon einläuten. Noch ganz kurz zu Welter. Ich wollte es bloß mal reinwerfen, um es gesagt zu haben. Ja, stimmt, da gehen wir noch hin zur WM. Ja. Aber Welter, ja, dieses Roglic, weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, können wir, glaube ich, abhaken. Was willst du noch machen? Man kann sich lustig machen, aber ist auch unnötig. Es ist ein bisschen traurig, weil Robert Wagner, ich weiß nicht, ob das sein Debüt grundsätzlich im World Tour-Team war, aber auf jeden Fall bei einer Grand Tour die zweite Hälfte der Vuelta als sportlicher Leiter mitgemacht hat und dann so an relativ früh diese Sache passiert ist. Sonst hätte der da echt noch Chancen auf... Ja gut, das kannst du... Ist halt so, ne? Also kann ja irgendwie passieren, da kann der Robert auch nichts für. Aber Ayuso, zweitjüngster Fahrer, der jemals auf dem Grand Tour-Podium war. Also. Ja, und der Jüngste war, der die erste Tour gewonnen hat oder so, ne? Also vor 100 Jahren. Also irgendwie dachte ich, ja, ist krass, aber gleichzeitig, ja gut, das ist halt der moderne Radsport anscheinend. Ist halt. Also Ayuso ist mal, man kann auch so Tests machen, ne, das biologische Alter feststellen und so. Ich wette, der ist nicht 19. Na, ich hoffe es, dass er biologisch nicht 19 ist. Der ist 12 eigentlich. Ja. Ich habe den ja in Holland da gesehen vor dem Start und ich dachte so, wer ist denn das? Weil ich habe ihn nur von hinten gesehen und ich kannte ja das Aufgebot von UAE und ich dachte mir so, hä, welcher Fahrer soll denn das sein? So. Und dann dreht er sich um und dann ist Ayuso und der sah halt so aus, als ob er schon 30 Jahre Profi wäre. Also so krank austrainiert schon, was du bei so jungen Fahrern, selbst bei einem Remco noch gar nicht so siehst. Der musste sich auch 2 Jahre von Patrick Lefebvre anhören, dass er fett ist und auch ganz viel Babyspeck hat. Also er sieht zum Beispiel nicht so, das krasse Gegenteil wäre jetzt eigentlich Marco Brenner. Der sieht noch jung aus, ne? Der sieht wirklich... Also, der sieht so einen Tweet letztens. Extrem jung aus. So, Marco Brenner ist 12. Ja, ja, habe ich auch gesehen. Aber ist ja schön. Schon krass. Ayuso, also Evenepoel, Ayuso auch. Dass es auch noch eine Riesenüberraschung Fälle gibt. Ja. Fun Fact: Das ist Patrick Lefebvres erste Grand Tour als Manager. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Das finde ich. Ich habe mal geguckt: Belgien hat 44 Jahre lang keine Grand Tour gewonnen. Mertens, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. Und es war was auch jetzt die Vuelta. Eigentlich keine Überraschung sein sollte, ne? Ist jetzt nicht Grand-Tour-Land, so das. Grand Tour Land, ja. Ja, typische, und Quickstep. Wann hat Quickstep denn mal eine Grand Tour gewonnen? Ja, es war Mapei vorher, ne? Also, naja. Wenn man jetzt so durch die Teamhistorie geht. Aber selbst also, da auch nichts bei, also. Ja, ich weiß nicht, hat Mapei mal eine Grand Tour gewonnen? Wahrscheinlich nicht, oder? Die haben irgendwie. Also mir fällt jetzt gerade kein Fahrer ein bei den Cadel Evans. Das war vor meiner Cadel Zeit. Cadel Evans hat ja nur, der hat nie einen Giro gewonnen, ne? Damals. Der war, ich weiß, dass der bei Mapei war, der glaube ich mal am rosa Trikot. Genau, aber gewonnen hat er auch nicht. Deswegen, ich wüsste es jetzt auch nicht. Aber ja, ich fand das krass. Also ich hätte gedacht, dass Lefebvre vielleicht schon mal irgendwie hatte, aber nee. Ja gut, dann sind wir jetzt halt dann angekommen. Bei Remco fängt an, Grand Tours zu gewinnen. Mal gucken, wo das noch hinführt. Aber Lefebvre hat schon gesagt, nächstes Jahr erstmal Giro. Ja, ja, wenn es also, nach ihm geht, hat er gesagt. Also er hat nicht gesagt, dass es fix ist, aber im Giro sollen auch nächstes Jahr 75 Zeitfahrkilometer sein. Kann auch immer bergauf sein. Genau, es gibt ein Zeitfahren wohl zum Monte Soncolan, was jetzt Remco auch entgegenkommen würde. Aber ja, ich glaube, die nächsten Jahre werden auf jeden Fall spannend. Man hatte letztes Jahr noch die Befürchtung. Schon Bock auf Giro wieder, direkt. Dass es langweilig werden wird mit Pogacar. Dieses Jahr hat man schon gesehen, nee, kann doch durchaus gut werden. Und jetzt mit Ayuso, Remco. Und da stehen ja, ne, wie Andi immer wieder sagt, vielleicht gibt es noch Talente, von denen wir gerade gar nichts wissen. Die nächste irgendwie die Vuelta gewinnen, wer weiß. Von daher ist, glaube ich, was Grand Tours angeht, wird es spannend und bleibt spannend.
Da kommen schon noch einige. Also ich meine, einige sind ja jetzt auch schon da. Wenn man ja jetzt, man muss ja jetzt leider sagen, oder man muss ja einfach mal die kranken Ausnahmen, jetzt so ein Remco und Ayuso, wenn du die rausnimmst und siehst, dass so ein zweitjähriger Profi mit 19, Marco Brenner, da auf der Etappe Fünfter wird und wieder Fünfter wird, das wäre vor ein paar Jahren noch eine Sensation gewesen. Da hätte man schon gedacht, so, so ja. Ich, wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, also ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen länger, aber wird auch, glaube ich, noch sein, noch so ein bisschen auf sich wird aufmerksam machen. Wird auch irgendwann Besenwagen kommen und dann flutscht's. Spätestens genau. Dann gewinnt er. Ja. Genau. Also Vuelta das abgehakt, oder? Ja. Ich war also Pedersen auf jeden Fall auch geil. Also mega cool. Ich habe mich auch für Alex Kirsch total gefreut, der die Tour de France durch Krankheit irgendwie verpasst hat und jetzt irgendwie im Gespann mit Mats da nochmal mega erfolgreich war. Und Vater geworden ist. Also sein frisch geschlüpftes Kind erstmal kurz alleine gelassen hat, aber Mats hat es geregelt. Ein bisschen Prämie noch abgestaubt da. Ich würde gerne kurz nach Frankreich war es, glaube ich, wechseln, wo Niedermeyer alles niedergemacht hat. Mir ist gerade kein besserer Wortwitz irgendwie eingefallen, aber Antonia heißt sie, oder? Ja. Genau. Niedermeyer hat 2 Etappen plus Gesamtwertung gewonnen. Und jeweils solo. Mit und jeweils, Vorsprung. Ja, aber richtig solo, ne? Also nicht irgendwie so 10 Kilometer, sondern halt so. So 80. Ja, genau. Oder 50, irgend sowas. Ja. Auf jeden Fall sehr geil. Auf dem Weg auch zur WM jetzt. Bin mal gespannt, wann es da bekannt gegeben wird, dass sie irgendwo hin wechselt zum großen Team. Ja, also ich habe mich aus Gründen die Woche auch mal mit diesem, oder habe mir das mal angeguckt, dieses Canyon Generations Team, wo die beiden ja die einzigen 2 Deutschen sind von 8 Fahrerinnen. Das ist das Development-Team von Canyon SRAM, das ist ein UCI-Team. Auch, und ich weiß nicht, Antonia Niedermeyer ist ja halt weiter noch diese Skibergsteige-Geschichte auch involviert und möchte da gibt es halt auch noch irgendwie die Aussicht, dass das olympisch wird und sie da eine Medaille holt. Also die ganze Zeit war die Info noch, dass sie halt zweigleisig fahren will. Jetzt hat sie, glaube ich, selber auch zum ersten Mal gemerkt, dass das da mit Radsport relativ Premium funktioniert. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwas ändert in Zukunft. Weiß nicht, ob sie da im Development-Team jetzt bleibt oder schon auch hochgenommen wird. Ich vermute, dass Ricarda Bauernfeind in die World Tour wechselt nächstes Jahr. Mal sehen, was aus dem Team wird. Da ist auf jeden Fall auch noch nichts. Niemand von diesen 8 Fahrerinnen hat bis jetzt irgendwelche offiziellen Verträge für nächstes Jahr. Es gibt das Team offiziell nächstes Jahr eigentlich noch gar nicht. Ja gut, das ist ja bei Devo-Teams. Ne? Das wurde, glaube ich, jetzt auch relativ spät erst bekannt gegeben. Zumindest aus Erinnerungen heraus. Ja, mal gucken. Aber ich meine, gut genug ist er ja anscheinend. Dan Lorang ist ja auch ihr Trainer, soweit ich weiß. Oder betreut sie zumindest. Könnte sein. Kennt sie auf jeden Fall. Genau. Mal kicken war. Aber ja, auf jeden Fall erstmal geile Ergebnisse. Und gerade nicht irgendwie Radrennen geleitet, aber nur so halb. Jan-Ulrich Retour. Ist am Laufen jetzt, Ulle Camp gerade. Ist im vollen Gange. Also ich kann nur jedem empfehlen, auf Instagram die Stories jeden Tag sich reinzuziehen. Es kommt Content auf jeden Fall. Ja, ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe so viel dazu zu sagen, dass ich gar nicht weiß, wie ich mich fühlen soll, wenn ich das sehe. Also ob ich es tragisch finde, ob ich mich lustig machen möchte. Eigentlich möchte ich mich gar nicht lustig machen, weil die Leute haben sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, dass sie da mit ihm Rad fahren dürfen. Aber dann gleich... Ja, lass sie nein, doch. Nein, das sag ich doch gerade. Ich weiß nicht, wie meine Gefühle dazu sind. Aber es ist auf jeden Fall... Es löst was in mir aus, das ich nicht beschreiben kann, diese ganze Sache da. Und ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Ja, also im Kern der Sache wünscht man sich doch immer auch noch selber so ein bisschen dabei zu sein. Ja, aber ich weiß dann sieht man aber so die Entourage und merkt, warum man nicht reinpasst. So. Nee, und ich weiß ja, warum sie dich nicht genommen haben. Die haben halt geguckt, wie alt du bist und da warst du schon mal raus. Die haben sich mein Depot angeguckt. Ja. Oder haben genau, Schlussfolgerungen auf meinen... Du musstest eine Schufa-Auskunft wahrscheinlich abgeben. So sieht's aus, genau. Ja, also Schufa-Auskunft steht ja nur drin, dass die makellos ist bei mir, aber nicht wie viel Scheine im Depot sind. Ja.
Genau, also ja. Ich will mich, wie gesagt, ich will mich gar nicht lustig machen. Ich hoffe, die Leute haben Spaß, die da teilnehmen. Hey, haben die. Aber es, auf jeden Fall. Die Jungs, die da mitmachen, die haben auf jeden Fall Fun, bin ich mir relativ sicher. Und, man, und da brauchen wir auch gar nicht gendern. Also es ist wirklich genau. Jungs. Nee, ist eine Frau dabei. Nee, doch, aber ich glaube, ist es nicht Hank? Ich weiß nicht, ob das ich sah aus wie weit von weit wie Hank gab. Ich glaube, das. Ich weiß es aber nicht. Aber auf allen Videos war nie eine Frau dabei, außer auf diesem einen Foto war eine Frau dabei. Aber wir werden es nie herausfinden. Also aber wir könnten auch einen der Teilnehmer in den Podcast einladen. Der Chef von Breitling ist auch dabei, glaube ich. Ne? Das haben wir auch mal das gesehen. Sieht so aus, ist das der Breitling-CEO scheint ist es, dabei zu sein. Ist es der, den du einladen wolltest dann? Ich kenne keinen davon. Also wenn sich jemand melden möchte, dann können wir mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. Gleichzeitig ist Chippo auch auf so einer Retour. Also wir sind jetzt mal wieder in der ganz alten Kategorie Instagram-Tipps unterwegs. Also jetzt war Ulles Story zu Retour. Chippo hat ein paar Beiträge gepostet in den letzten ein, zwei Wochen, wo er auf irgendwelchen Gelegenheiten, auf irgendwelchen Veranstaltungen Frauen trifft. Und das hört sich schon nicht gut an. Also ihn wahrscheinlich schon. Seinen, ich will es mal, italienischen Charme nennen, spielen lässt und das auch drunter schreibt. Chippo kann leider, glaube ich, kein Englisch, sonst hätte ich den schon längst für Besenwagen Worldwide eingeladen. Aber es ist immer alles nur in Italienisch. Ich kann das so ein ganz kleines bisschen verstehen, auf jeden Fall, was er drunter geschrieben hat. Er flirtet die Ladies auf jeden Fall hardcore an. Und man kann sich nur schon, wenn man das Bild sieht, denken, heute Abend geht's rund. Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Das weiß ich nicht. Ich denke schon. Ob man das so sagen kann. Ja, kann sich jeder mal seine eigene Meinung drüber bilden. Auch da, ne, wenn sie Spaß dran haben. Genau. Das also, kann man ich hoffe, nur sagen. Die Teilnehmenden Daumen werden hoch. Immer einfach ausgesucht vom Veranstalter. Ja. In beiden Fällen. Ja, lass wieder zurück zu Renngeschehen kommen, würde ich sagen. Nächstes Jahr kann man auch mit mir. Ich wollte sagen, machen. Also du, irgendwo dazwischen, eher bei Chippo sehe ich dich. Ja, genau, irgendwo dazwischen auf jeden Fall. Also ein Cippolini ist ja auch so ein. Ich schließe da auch niemanden aus, da können auch alte weiße Männer kommen, ist mir egal. Ist Cippolini-Rad eigentlich Hauptsache ein italienisches allem Spaß. Cube? Ist schon auch teuer, ne? Cippolini. Ja, na gut. Habe ich mir schon lange also, nicht mehr angeguckt. Also in Italien weiß man ja, dass unbedingt der Preis nicht für Qualität zwangsläufig spricht. Sieht man bei Autos manchmal auch ganz gut. Von daher würde ich es nicht darauf irgendwie. Passend zum Thema haben wir da Laufräder aus, die wir gerade eben schon mal besprochen haben, drin. Aber das Rad sieht ja echt ultra scheiße aus. Wahnsinn. Ja, ich würde gern. Ja, gut, aber das ist noch ein altes Rad, ne? Aber Gravelbike sieht ganz gut aus, ja, Paul. Du könntest nee, ja vielleicht. Ich habe das schon gesehen, jetzt beim Radrennen. Das sieht echt nicht schlecht aus. Wie auch immer, ich würde gerne mal kurz diese UCI-Sache da erstmal darauf hinweisen. Also es gibt ja jetzt dieses Ding mit UCI. Wann ist der Stichtag? Relegation, Thema UCI. Ja. Teams. Also erstmal. Ja, bis Saisonende, ne? Erstmal ein Disclaimer. Nächste Woche liefert Andi fundierte Informationen, recherchiert. Der Andreas geprüft. Strauch aus diesem Podcast hier. Genau, der hier. Bis dahin geben Basti und ich einfach mal unsere Meinung. Und der gute, wie heißt der? Adams Silver Adams, der ja, genau, Team-Eigner von Israel Premier Tech. Genau, ein sehr reicher, kanadisch-israelischer Mann. Glaub, zwei Staatsbürgerschaften. Glaub, Mann. Auf jeden Fall ein sehr, sehr reicher Mensch. Ich glaube, Milliardär sogar, eventuell. Ich glaube es einfach nur. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall will er die UCI verklagen. Und da sage ich, go ahead. Go for it. Go for it. Let's go. Ich würde sogar noch eine Crowdfunding-Kampagne starten. Der Hintergrund des Ganzen ist, dass Israel jetzt am wahrscheinlichsten von den World Tour Teams absteigt in den Status eines Pro-Continental Teams. Ja. Man muss aber auch sagen, irgendwie haben sie es auch ein bisschen verdient, weil die haben nicht Jugendforsch gemacht, die haben eher so ein bisschen Altersheim gemacht die letzten Jahre.
Ja, witzigerweise haben sie ja 2 Tour de France-Etappen gewonnen. Das ist aber auch irgendwie das Einzige, ja, für mich gefühlt, was sie dieses Jahr erreicht haben. Du brauchst aber die letzten 3 Jahre. Ja. Und nicht nur das eine Jahr. Ja, aber auch dieses Jahr. Es ist ja außer diese 2 Tour de France-Etappen jetzt nicht so richtig Zählbares passiert, ne? Genau. Aber die waren halt schon gut, muss man sagen. Das war nicht schlecht. Etappen. Ja. EA ist ja auch ein gutes Team, ne? Also ich will gerne sagen, dass es ein schlechtes Team ist, aber die haben jetzt auf jeden Fall in den letzten 2 Jahren oder in den letzten 3 Jahren auch nicht krass abgeräumt. Von daher, ich glaube, da, wo sie stehen sie schon zu Recht offensichtlich, sonst hätten sie mehr Punkte. Aber man kann natürlich dieses ganze System, diese Relegation. Genau, das Wort. Das kann man schon nachvollziehen, dass das nicht so cool ist und vor allem auch mit Corona. Und ich glaube auch, das ist echt ein bisschen komplex, ne? Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie sehr Teams darauf geachtet haben, während Corona mit Fahrern wieder trainieren lassen über die letzten Jahre. Dann Andi, ne? Ich meine, du meinst eines davon auch, dann irgendwie immer die gleichen Fahrer müssen dann die Punkte holen und so. Also es ist halt irgendwie auch, das macht den Sport eigentlich nicht unbedingt besser, sagen wir mal so gerade. Am Ende war bis jetzt das System, dass du dich einkaufst irgendwo in den Status eines World Tour Teams. Eine Lizenz, genau. Du beantragst eine Lizenz und die Kriterien dafür sind mostly organisatorischer und finanzieller Deckungsnatur. Ja, das Problem ist, dass das erste Mal ist, dass wir das nicht so ganz richtig. Aber es wurden von Anfang an ist das erste Mal 18 Lizenzen rausgegeben. Ja, aber es ist auch das erste Mal. Und die wurden vergeben. Das erste Mal, so jetzt sage ich es nochmal, ist das erste Mal, dass es mehr Bewerber gibt als Plätze. Das gab es vorher noch nie. Grundsätzlich war es ja eigentlich immer so, dass es überhaupt erstmal so viele werden mussten. Es gab vor ganz vielen Jahren irgendwie, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, gab es schon mal die Situation, wo es um Plätze ging. Aber dann war es auf einmal dann doch weniger Teams. Ich glaube, da waren es sogar nur 17 Teams, nicht mal 18 Teams. Da war dann eher so, dass da gar nicht genug Leute da waren, die Geld hatten, um so eine Lizenz zu erwerben oder so ein Team auf die Beine zu stellen. Deswegen haben wir das erste Mal diese Situation wirklich. Und da ist jetzt die Frage, die es berechtigt, ob man den Sport wachsen lassen will, ja, also mehr Teams diese Möglichkeit gibt, oder ob man das nicht zulässt. Und ich weiß noch nicht, wie viel Druck da von der ASO kommt, weil, was man nicht vergessen darf, ist, erstmal ist der UCI-Präsident Franzose und die Tour will, glaube ich, auch nicht, dass man 20 Teams automatisches Startrecht gibt, weil es immer französische Teams gibt. Das heißt, du kannst ja irgendwann auch Teams nicht mehr auswählen. Also ich glaube, dass da auch irgendwie noch, dass das mit einer Rolle, also ich kann mir vorstellen, dass das mit einer Rolle spielt. Also dieser ganze Sicherheitsaspekt, der ja früher mal irgendwie dann auch Thema war, als man dann irgendwie die Teams reduziert hat bei den Grand Tours, das gehört ja alles mit dazu, weißt du? So. Naja, auf jeden Fall hat Sylvain Adams eine Lizenz beantragt und bekommen und möchte jetzt klagen, wenn er nicht mehr. Der hat die Lizenz von Katusha übernommen. Aber das geht doch immer nur für so und so viele Jahre, oder? Für 1 Euro. Die wurden zuletzt für 3 Jahre vergeben. Also ab 2020 ja vorbei sein, oder? 21, 22 sind jetzt eben die 3 Jahre, die für die Relegation relevant sind. So. Und man kann keine Lizenz einfach so kaufen. Es gibt halt nur die 18 und man kann eigentlich nur eine bekommen, wenn eine frei wird. So, also das hat erstmal, das ist ja das, was geändert werden wollte mit dieser Regelung, dass man sagt, okay, es gibt jetzt ein Auf- und Abstiegssystem. Aber da hat Paul ja schon einen validen Punkt gebracht. Meistens gibt es gar nicht so viele Teams, die aufsteigen wollen. So, weil es wieder ein größeres finanzielles Engagement eigentlich auch bedeutet. Also, ja, für viele ist es auch einfach nicht wichtig, diese Lizenz zu haben. Natürlich, ja, es ist ein bisschen mehr Budget, aber es gibt natürlich auch Pro-Conti-Teams, die ja auch wahrscheinlich vielleicht sogar ein höheres Budget haben als das ein oder andere World Tour Team. Aber für die sind die Rennen, die mit der World Tour auch verpflichtend sind, vielleicht gar nicht relevant. Also zum Beispiel war für manche Teams einfach eine Vuelta oder ein Giro wiederum überhaupt nicht interessant in den letzten Jahren. Und deswegen sind die auch nie ein World Tour Team geworden, weil sie gesagt haben, okay, wir können eh immer die Tour fahren.
wir müssen jetzt nicht noch eine zweite oder dritte Grand Tour haben. Ja, es geht ja jetzt generell um die Frage, oder die UCI hatte anscheinend die Idee, dieses Relegationssystem einzuführen, um einen Auf- und Abstieg oder ja, eine Promotion in die World Tour halt zu ermöglichen. Da gibt es jetzt halt zwei verschiedene Meinungen oder Interessensvertreter. Ne? Einmal die sagen, ja, warum sollen wir das überhaupt machen? Warum nicht nur mit den Teams arbeiten? Also ob es jetzt 18, 20 sind, wie auch immer. Oder ob man halt wie in anderen Sportarten auch so einen Auf- und Abstieg hat. Ja, in Europa gibt es das öfter, dass man, man kennt es aus dem Fußball, aus anderen Sportligen, dass es halt ein Auf- und Abstiegssystem gibt. In den USA zum Beispiel ist es eigentlich nicht so. Da spielen auch immer die gleichen Teams pro Saison. Da gibt es auch keine Auf- und Abstiege. Da gibt es dann halt irgendwelche Regelungen, wie die Teams sich Neuzugänge aussuchen dürfen oder sowas. Aber es gibt da jetzt kein klassisches Auf- und Abstiegssystem. Ja, und das Geile ist ja eigentlich daran, dass diese Regelung jetzt schon eigentlich im dritten Jahr besteht. Jeder wusste, was im Herbst 2022 auf sie zukommt. Und irgendwie haben die Teams, glaube ich, so spätestens nach der Tour de France mal auf den Zählerstand geguckt und gesehen, oh, es könnte noch eng werden hinten raus. Und dann haben sich die ersten Teams ja auch schon angefangen zu beschweren. Ja, wurden verschiedene Argumente gebracht. Die Pandemie hat es nicht ermöglicht, dass man Punkte holen konnte, etc. Mögen alles valide Punkte sein. Die Frage ist jetzt, hat jemand die Möglichkeiten, das System, also diese Regelung zu kippen? Und mein jetziger Stand ist, dass es anscheinend juristisch gesehen sehr wohl möglich ist, das zu kippen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da eben der Adams da jetzt ernst macht und mal die Regeln auf die Probe stellt, die UCI da aufgestellt haben. Und ich wäre auch eigentlich, also ich persönlich bin auch dafür, dass es ja am besten sogar erweitert wird auf 20 World Tour Mannschaften und die dann in regelmäßigen Abstand eben also ausgestellt werden, die Lizenzen, sei es jetzt auf 3 Jahre, besser vielleicht sogar auf 5 Jahre festgelegt, um einfach auch Sponsoren ein bisschen mehr die Planungssicherheit zu geben, weil das wurde auch schon sehr oft angemerkt, dass so ein Zeitraum von 3 Jahren eigentlich auch zu kurz ist für manche Planungen einfach. Ne? Also die meisten Unternehmen planen einfach in größeren Abständen und jetzt nicht nur 3 Jahre, sondern vielleicht in 5 Jahresschritten wäre dann ein besserer Zeitraum. Und ich sehe da auch in den nächsten Jahren jetzt nicht so viele Auf- und Absteiger, die sich darum reißen, eine World Tour-Lizenz zu sichern. Ja, also ist klar, es gibt so Teams wie UNOX, die befürworten das Ganze natürlich, weil deren Ziel ist es schon, dann in den nächsten Jahren irgendwann aufzusteigen, auch ohne eine Lizenz kaufen zu müssen, in Anführungszeichen. Also im Fall von Katusha war es jetzt sehr günstig zu haben. So, das war halt einfach nur, um es wahrscheinlich einfacher zu machen, die Übernahme. Ja, aber es wurden auch in der Vergangenheit schon World Tour Lizenz für sehr viel Geld gehandelt. So, ne? Wenn er wenn er klagen kann und das rechtlich irgendwie auf stabilen Beinen stehen sollte, muss er ja eine Art von Vertrag haben, in der noch ein anderes System festgelegt ist. Sonst. Naja, das Problem ist ja, dass es. Ja, es wäre dann einfach, wahrscheinlich die Regelung wird einfach nicht wirksam und es erzählt die Regelung von davor. Ne? Also was ich halt so ein bisschen kritisch sehe, also ich bin einerseits auch dafür, dass es so ein Auf- und Abstiegssystem gibt, gleichzeitig finde ich aber auch gut, das zu erweitern, aber dass halt tatsächlich Teams wie UNOX, die mit einem langfristigen Programm reingehen, vielleicht in 2 Jahren in der Lage sind, aufzusteigen, sowohl vom Budget als auch von den Leistungen, dann gar nicht in der Lage sind, da reinzukommen, weil niemand eine Lizenz abgibt. Und da, finde ich, sehe ich schon das Problem. Klar, es gibt American Sport, aber dann ist ja da auch zum Beispiel, dass dann da werden ja ganz oft auch Vereine an die Städte verkauft. Ne? Also die ziehen dann einfach um. Mhm. Ja? So, das ist ja einigen Sportarten da auch so. Das ist auf das amerikanische System da immer dann Vorteil ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Radsport eh ein Problem hat, da mal jetzt ein substanzielles, effektives
ja, System irgendwie zu etablieren. Also ich habe jetzt auch keine Idee, wie man es machen kann, aber ich finde, rein nur finanziell weiß ich nicht, ob es das Richtige ist, weil du damit automatisch anderen Teams es verwehrst, aufzusteigen, zum Beispiel Alpecin Phoenix, ne? Was, wenn die jetzt sagen, wir machen das mit den 20 Teams, dann ist Alpecin jetzt, glaube ich, dann dabei, weil sie wahrscheinlich auch die Kohle haben und die wollen ja auch hochgehen. Aber jetzt ohne dieses System, ja, und die 20 Plätze wären vielleicht voll, wären die aber eins der erfolgreichsten Teams, ja, mit über die Saison und könnten da einfach nicht in der World Tour teilnehmen. Müssten immer auf Wildcards setzen. Ich weiß nicht, ob das. Also ja, dann machst du halt einfach 20 Teams. Also nein. Was spricht nein, dagegen? Aber Uno X wäre zum Beispiel das 21. Team. Wäre nicht das. Ja, aber die wollen ja auch jetzt nein, für die aber nächste. Aber ich rede jetzt gerade davon, was ist, wenn der Fall eintritt, dass es mehr Teams sind, also eine höhere Nachfrage ist. Ja, und dann finde ich, ist das schon ein bisschen problematisch, dass du einfach nur über Geld die Sache bestimmst und sportliche Aspekte halt gar keinen Wert mehr haben. Nee, also mit Geld machst du das ja in dem Fall auch nicht. Also du kannst ja nicht einfach, außer du kaufst ein ganzes Team auf, so. Aber du kommst halt einfach nicht rein. Es gibt halt dann nur 20 World Tour Teams und dann ist ja, das genau. Erstmal so. Und darin ja. Sehe ich auch ein Problem. Also ich bin dafür, dass es mehr Leute werden, also mehr Teams, aber dass es ein geschlossenes System ist, wo du nicht mehr reinkommst, das finde ich auch nicht. Aber das ist, es geht ja jetzt, aktuell ging es ja auch tatsächlich nur um dieses eine Team. Also mag sein, dass in den nächsten Jahren jetzt noch ein paar Pro-Teams dabei dazukommen, die auch Ambitionen haben, irgendwann mal aufzusteigen. Aber aktuell ist es ja überhaupt nicht so, dass da viele Teams sind, die aufsteigen ja, wollen. Und solange du das nicht hast, solange du eigentlich nicht eine zweite Liga auch das dann hast, nicht. Die um diese auf... Nicht. Du hast momentan, du hast momentan 18 Teams, die... Also nee. Ich bin jetzt von dem Fall ausgegangen, wenn du mit 20 Teams in der World Tour machen würdest. Ja, genau. So, dann wäre es letztendlich nur ein Team, was jetzt in den nächsten Jahren Ambitionen angemerkt hat. Du hast momentan in der Liste Top 23 Teams, das sind das 23 Teams, die alle eine World Tour Lizenz mittelfristig oder kurzfristig anvisieren. Du hast BBB Hotels, was momentan nicht drin ist, Uno X, Total Energies, Israel Startup Nation, Lotto Sudal sind gerade nicht drin, Gofides ist auf Platz 18. So, und dann irgendwo vorne ist Arkea und dann halt eben, wie vorhin schon erwähnt, wie heißen sie, hier, Mathieu's Team, Alpecin Phoenix, die in den Top 10 vertreten sind. So, das heißt, du hast potenziell 23 Teams, die sich dann auf 20 Plätze, also die in diese Top 20 rein wollen, oder diese Lizenz haben wollen. Und das finde ich halt, das allein nur dazu bezwingen, sagen, krieg alle 5 Jahres. Ja, gut, du hast jetzt eigentlich, B&B Hotels hat angeblich einen neuen Sponsor, genau. Und ein größeres Budget. Das ist jetzt relativ neu, ist aber auch noch nicht so alles so offiziell. Ich sag, mittelfristig oder langfristig hoch wollen. Ich sage nicht nächstes Jahr. Ja, vielleicht sind es 3. Ja, genau. So, aber für 3 Teams machst du diese Relegation. Also, ja. Nein, aber ich sage nicht, dass du es deswegen für die machen sollst, aber es muss halt ein System geben, das ist nicht nur rein, du kaufst diese Lizenz und dann ist es für 5 Jahre egal, wie du sportlich unterwegs bist. Ich weiß nicht, ob das fair ist gegenüber den Teams, die vieles richtig machen und auch in die höchste Liga des Sportes wollen. Ich habe keine Lösung dafür, aber es muss irgendwie einen Weg geben, das fair zu gestalten. Also dass jetzt alle rumheulen, finde ich auch lächerlich, wie du vorhin schon gesagt hast, weil es war halt vor 3 Jahren schon bekannt, dass das jetzt passiert, dass der Stichtag jetzt kommt. Und jetzt dann im letzten Atem... Es hat aber auch keiner so richtig geglaubt, dass die UCI tatsächlich mal so eine Regelung genau, durchsetzt. Genau, daran liegt es ja halt auch. Ne? Genau. Davor hatten sie ja noch eine andere Idee, die war ja noch so völlig undurchsichtig, also die habe ich bis heute noch nicht so richtig verstanden, mit so A- und B-Teams und so, das wurde aber auch relativ schnell wieder unter den Teppich gekehrt. Ja, wie A- und B-World-Tour-Rennen halt, ne? So mehr oder weniger. Ja, sowas wollten die machen. Im Moment ist ja Astana auf jeden Fall raus, die auf Platz 21 sind jetzt im Moment als World-Tour-Team mit 3200 Punkten. Wo guckst du gerade? Ich habe jetzt Pro Cycling Stats, Rankings, Teams. Ich bin bei First Cycling. Nee, du bist bei der ganzen, also das ist eine falsche Liste. Aktuell auf Platz 19 und 20 sind Lotto Sudal und Israel Premier Tech. Platz 21 ist Total Energies und Uno X ist auf Platz 22. Okay. Die sind ja aber auch, glaube ich, noch gar nicht alle 3 Jahre lang dabei. Eng wird es gerade noch für Cofidis, Bike Exchange, EF,
Sogar Movistar könnte noch abrutschen. Aber Astana ist eigentlich relativ safe. Also die sind auf Platz 13 12 aktuell. 12 in der Liste, wo Movistar, ich bin. 12. Es gibt auf jeden Fall schon so eine Prognose, weil es gibt ja auch nicht mehr so viele Teams, so viele Punkte, die noch offen sind. So. Weiß man denn, ob jetzt Arkea zum Beispiel die Lizenz auch will und nimmt? Ja, ja. Ja. Die wollen. Also bei Alpecin ist ja relativ klar. Ja. Und Arkea meiner Meinung nach auch. Also und ich weiß nicht, bei BOB Hotels habe ich jetzt keine Pressemitteilung dahingehend gehört. Aber wenn die, da ist ja Metropolregion Paris oder irgendwie so, soll irgendwas mit zu tun haben. Klar, die werden zur Tour schon zugelassen. Ja, also ich meine, die werden sie schon mitnehmen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch langfristig zählen, hochzukommen. Und da muss ja irgendwie die Möglichkeit sein, reinzukommen, ohne 5 Jahre warten zu müssen. Also. Ja. Aber okay, nächste Woche mehr. Machen wir noch eine kurze, knackige WM. Erste WM-Vorschau machen wir ja nächste Woche nochmal. Genau. Was findet denn statt vor... Es ist Zeitfahren finden statt, ne? Während. Nee, bis nächste Woche. Nee, bis Donnerstag findet gar nichts statt, also. Nee, aber. Einfach genau, nur mal so kurz über die. Ich wollte einfach mal kurz reinschmeißen. A, war ja jetzt natürlich Montreal, wo Poggi Wout absprintet. Aber B, hatte ich vorher auch schon gesehen. Kann mal jeder auf Strava gucken. Am 8. September war Pro Kermes in Isegem, wo Mathieu gefahren ist, der ja so ein bisschen im Moment nicht so auf dem Radar ist vielleicht. Ne? Ja. Vielleicht so ein bisschen, man denkt gerade nicht so richtig an ihn, ich auf jeden Fall. Und da soll, also erstmal, ich habe die Einheit gesehen, also er hat es komplett bei Strava hochgeladen. 166,9 Kilometer, 3 Stunden 30, 47,7er Schnitt und 347 Watt auf 3 Stunden 30. Und er soll in dem Rennen seinen Stundenbestwert gefahren sein, habe ich im Podcast gehört. Ist natürlich nicht bestätigt von irgendeiner relevanten Seite. 382 Watt auf eine Stunde flach, was bei ihm 5,09 Watt pro Kilo sind. Und halt einfach auch auf die kompletten 3,5 Stunden 4,7 Watt pro Kilo. Also, ja, aber also kein, das so wert jetzt raus von, aber wie, was ich vorhin gesagt habe, der gewinnt oder er wird nix. Der nimmt das auseinander oder eben nicht. Ja, aber ich Wout, ich würde fast dahin tendieren, dass es auseinander nimmt. Ich sag, Wout gewinnt auf jeden Fall nicht. Sah jetzt auf jeden Fall am Wochenende nee, nicht so aus. Es wird einer besser sein als Wout. Wenn es wirklich ein hartes Rennen ist und er kommt, also es ist kein klassischer Sprint mit 20 Leuten. Wenn es Sprint mit 20 Leuten ist, hat er, glaube ich, mehr Chancen, als wenn es. Weiß man so denn mittlerweile, ist, ob die 4000 Höhenmeter stimmen? Ja, aber ne, wie Andi schon mal meinte, je nachdem, wie es gefahren wird, wenn du keine Kurve hast, wo du bremsen musst, dann rollst du halt auch in so einen Anstieg immer wieder rein. Also, das ist. Bleibt echt gespannt, irgendwie zu sehen. Pogacar jetzt langsam auf jeden Fall im Ranking gestiegen. Ja, aber ich meine, also Pogacar, wenn du so auch die Rennen mal anschaust, wenn der on ist, kann der eigentlich bei fast allem vorne sein, außer bei einer reinen Sprintetappe. Selbst da fährt er 5 bis 10, wenn er will, weißt du? Einfach, wo er gut ist. Ja. Ich weiß nicht, ob der Weltmeister werden kann, aber auf jeden Fall hat er in meinen Augen nicht jetzt nur wegen dem Wochenende, aber ich glaube, hat er bessere Chancen als Wout, weil der anders rangeht auch. Also ich glaube, Wout hat so viel Druck, auch, also macht sich selber auch, glaube ich, so viel Druck. Und Pogacar, der fährt halt einfach, ne? Was er da in Montreal gemacht hat, war halt schon krass. Also irgendwie fand ich es nicht verwunderlich, dass er gewonnen hat. Aber das hat man öfters von ihm schon mal gesehen, solche Finals. Und Wout hatte Berko richtig zu kämpfen. Also ich habe die letzte Runde da geschaut. Auf jeden Fall. Der hat es ja auch nur knapp über den letzten Anstieg drüber geschafft. Ja. Aber man hätte dann doch gedacht, dass er noch vorbeifährt. Aber keine Chance. Nee, aber guck mal, wie oft Wout jetzt schon Zweiter, Dritter, Vierter geworden ist bei solchen ähnlichen Rennen, wo der halt im Sprint dann doch nicht so stark ist, wie man es gedacht hat. Der ist so bei Massensprints halt direkt überragend, gewinnt oder halt Zeitfahren oder so Berg im Quitter, aber so irgendwie in solchen Rennsituationen hat er jetzt in letzter Zeit einfach nicht überzeugt, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht. Bei Mathieu weiß man halt wieder nicht auf die Distanz, ne? 270 Kilometer da
Ey, der hat Flandern gewonnen zweimal schon, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte auch im Frühjahr kann er auch nicht, aber der Zweite, also dann ist er trotzdem, ja. Ist er trotzdem da. Also dem okay, ist eigentlich schon alles zuzutrauen. Ja, also ich sag Fred Wright Podium, ich sag Mathieu. Dylan van Baarle warst du letzte Woche noch. Ja, Dylan, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt fährt. Nee, aber Mathieu im Weltmeistertrikot habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, jo, Alter, komplett weiße Einteiler die ganze Zeit, das ganze Jahr über, Mann. Geil. Von Alaphilippe wissen wir nichts Neues. Ja, der fährt. Doch, ja, der fährt. Fährt, okay. Ja, aber Junge, also der packt so eine Wundertüte da aus, davon kannst du ausgehen, ey. Also erstmal sind ja jetzt, also das Straßenrennen könnten wir theoretisch in der nächsten Folge noch besprechen. Mhm. Bis dahin sind auf jeden Fall die ganzen Zeitfahren. Ron Dennis, so. Ich weiß nicht, ob er fährt, hat sich aber beschwert, dass es zu kurz ist. Ich weiß gar nicht, fährt er überhaupt? Der fährt nicht, ne? Nee, fährt gar nicht. Der ist nicht nominiert. Nee. Luke Plapp fährt für Australien. Okay. Boah, Zeitfahren. Ja, er wird wahrscheinlich Evenepoel, oder? Stimmt. Ja, oder, ich meine, Garner bei der WM auch immer fit, ne? Mhm. Der wird jetzt auch nichts anderes gemacht. Ja, haben. Aber der, ich habe gehört, der fährt doch nicht. Echt nicht? Aber irgendwie. Also Küng wird Vierter? Kann ich mir das auch nicht vorstellen. Monster nee, wird Küng wird Dritter. Nee, der fährt schon aufs Podium. Zweiter. Ich würde mal Küng gar nicht abschreiben fürs Straßenrennen übrigens. Ich glaube, Straßenrennen sollten wir uns echt... Bissiger. Also haben wir bis nächste Woche... Zeitfahren. Da war noch kein Straßenrennen, oder? Bis nächste Woche, nee. Dienst der Aufnahme. Dann also wir können ja schon mal in Aussicht stellen, wir haben in den nächsten zwei Folgen auf jeden Fall WM-Gäste. Auch eine... Mehrere ja, Aufnahmen hat, ne? Nach Australien. Andi ist ja da. Aber nächste Woche haben wir zwei Leute in Australien. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich mit dem Zeitfahren gar nicht beschäftigt. Meinst du, ich drücke mal abfahren? Sind die Cities schon da bis nächste Woche? Aber ich bin gespannt. Zeitfahren, wie gesagt, habe ich mich gar nicht beschäftigt. Evenepoel kann sein. Weil sonst halt gar kein Plan, um ehrlich zu sein. Frauen? Reusser? Ja, wahrscheinlich, also ich meine, auf Reuser kannst du einen Zehner setzen, kriegst du 10,20 Euro raus. So. Ja, also in Deutschland auf jeden Fall bei den Frauen Hoffnungen auf Titel U23 und Frauen Elite. Mehr als bei Männern, wobei ich auch sehr gerne Gigi Zimmermann im Intermarché Weltmeistertrikot sehen würde für ein Jahr. Ich auf jeden Fall auch. Also da wäre ich, das würde ich mir auch kaufen, das Trikot dann. Weiß gar nicht, wie viele Startplätze letztendlich bei den Männern vergeben werden. Und Deutschland hat auf jeden Fall nur 6 gemeldet. Ich weiß auf jeden Fall, dass es gar nicht so einfach war, diese 6 überhaupt zusammenzukriegen. Weil die Fahrer entweder, also der Hauptgrund war tatsächlich, dass sie wegen dieser ganzen Relegationsgeschichte nicht freigegeben wurden von den Teams. Der zweite Grund war, dass viele einfach jetzt in diesem Jahr nicht mehr in Form waren zu dem Zeitpunkt, um diese Reise auch auf sich zu nehmen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass viele gesagt haben, nee, ich habe nicht so hohe Chancen, ich komme gar nicht, weil dafür ist die Reise mir zu lang. Also im Moment im Aufgebot. Nikias Arndt, Jonas Koch, Miguel Heidemann, Georg Zimmermann, Nico Denz und Yannick Steimle. Aber ja, das kann sein, dass Deutschland da nur 6 Startplätze hat, aber jetzt zum Beispiel die anderen Nationen hier. Eritrea hat auch 6 Spanien, Leute gemeldet. Belgien, die haben alle 8. Australien. Bei Frankreich stehen sogar 9, wenn ich mich nicht verzählt habe. Vielleicht haben die 9, weil die den zusätzlich noch den Weltmeister haben. Das wäre auch ein bisschen unfair. Ich glaube schon. Also bei der... Ah, da steht Pavel Sivakov auch noch dabei. Wer ist denn? Übrigens. Oh, ja, der ist ja jetzt Franzose. Ah, interessant, ja. Ja, wer ist denn aktuell Europameister? Jakobsen? Aber er nimmt ja seinen Startplatz nicht wahr, also... Kann schon gut sein, dass Frankreich tatsächlich 9 Fahrer haben darf. Van Baarle fährt auf jeden Fall. Und aus der Truppe heraus sollte dann Mathieu van der Poel auch der klare Kapitän sein.
Ja, weiß ich nicht. Also als Vize-Weltmeister hat da, glaube ich, Dylan van Baarle auch schon irgendwie ein Anrecht, das Finale fahren zu dürfen, oder? Nee, wenn es nach mir geht. Großer Dylan van Baarle-Fan übrigens. Ja, Heinrich Hausler für Australien am Start. Auch geil. Gut. Dann hoffen wir, dass wir nächste Woche fundierte Nachrichten von Andi bekommen hinsichtlich UCI und natürlich auch, ich hoffe, du fährst natürlich den Kurs ab, den WM-Kurs, auch mal in Renngeschwindigkeit hinterm Roller, damit du uns quasi nächste Woche eine Einschätzung geben kannst. Mit dem Auto hinterm Roller. Genau, mit dem Auto hinterm Roller. Mit Flipflops. Wie schwer der Kurs dann tatsächlich ist. Und ich hoffe, Andi, du kommst irgendwann auch wieder zurück nach Deutschland. Das habe ich schon öfter geäußert. Ja, ja, also ich äußere die auch im Namen der nahestehenden Person, also mir. Ja, du teilst die Sorge auf jeden Fall, habe ich ja gerade gesagt. Ja, okay. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, eigentlich habe ich ja gar keinen Bock hinzufliegen, von daher glaube ich schon, dass ich wieder zurückkomme. Aber ich war noch nie da. Ja, auf jeden Fall also, kriegen wir nächste Woche ein paar Einblicke, Insights ins WM-Geschehen, das ist ja auch immer schon mal gut. Mach mal bitte ein Foto mit dem Känguru. Also so, umarm. Weißt du? Koala-Fotos. Sehr beliebt, immer. Genau. Ich war mal eine Weile lang auf einer bekannten Dating-App und da gab es ungefähr 300 Fotos von Menschen mit Koalas. Da dachte ich mir dann immer so, okay. Eine davon ist deine Freundin jetzt. Nee, die war schon so gut wie überall, aber ich glaube, in Australien war die noch nicht. Ich stehe nicht so auf Tierfotos, muss ich sagen. Ich mag auch keine Zoos, also von daher. Ja gut, du sollst doch nicht in den Zoo gehen. Da drüben soll es einfach, wenn dir ein Känguru begegnet und es gerade auf seinem Schwanz steht, dann, Andi, du musst wissen, wenn die auf dem Schwanz stehen, dann wollen die kuscheln. Wenn die sich so nach hinten lehnen. Das ist bei mir genauso. Gut, ich finde, also einen besseren Abbinder können wir gar nicht definitiv haben als den. Das war's. Der bleibt auf jeden Fall auch drin. Genau, wir hören uns nächste Woche. Guten Flug, Andi. Nächste Woche zurück aus Australien. Hälfte richtig vom Besenwagen nächste Woche in Australien. Nee, eigentlich nur ein Viertel. Und eigentlich nur unser eigentlich Gast nur auch. Linke Vorderreifen. Ja, der Gast ist jetzt, ja gut, hast recht, aber ist immer noch nicht die Hälfte. Wie auch immer. Ist Ricarda Bauernverein, kann ich jetzt sagen. So. Bis nächste Woche. Vielleicht aber auch doch, wir wissen es nicht. Wir werden es rausfinden. Tschüss. Ciao.